Hallöchen, willkommen zurück zu Ark Survival Evolved mit dem Core-TLP. Hallöchen, Hallöchen, und weiter geht's. Wir bauen eine Hütte. Oder die Hütte, die ultimative. So kann man es natürlich auch sehen. So, wo ist denn hier der Mörser? Gott, den neuen Namen muss man sich auch erst gewöhnen. Narkosemittel. Das finde ich gut. So, was gibt es denn aus Holz? Eine Holzleiter. Ja, ich brauche Fasern. Holzfalltür. Ja, dann. Ach, hier gibt es sogar einen Tisch. Holzfenster. Die müssten wir dann auch noch machen. Aber nee, das mache ich dann unten alles aus Stein. Holzgeländer, da haben wir's. Da brauchst du einiges von. Ja, ich würde nur mal anfangen zu gucken, um zu gucken, wie das aussieht oben. Ups. Ja, Yo, yeah. die Beeren haben sie so gut wie gar nicht übersetzt, außer dass sie aus Berry halt Beere gemacht haben, ne? Die Tinto-Beere, die Ach Stim-Beere, so, Naja, die gut, das sind ja Eigennamen Narko-Beere. wahrscheinlich. Maissaat. Narkosebeere hätten sie machen können. Ich habe eben Maissaat gefunden. Mais, tatsächlich. Okay, Mais, super. Und das Kann. Holzgeländer, ja, das sieht cool aus eigentlich. Also ich habe jetzt nur zwei Stück, ne, weil ich wollte ja nur mal gucken. Ich leere jetzt mein Inventar und gucke, was ich unten für die ganze Steinsache da brauche. Auf jeden Fall ein Haufen Steine, das sag ich dir jetzt schon. Genau, sag mal, bin ich blöd? Ich sehe nur die schrägen. Ach hier, normale Steinwand. Brauche ich trotzdem auch Holz und Stroh. Da muss ich jetzt ein bisschen mal. Ein bisschen was loswerden hier bei Buildings. Ach, warum? Holzfundament brauche ich nicht. Wobei, was ich probiere, ist, das nach dem Update jetzt mal zu setzen. Vielleicht geht es ja wieder. Also hier an die Stellen. Ja, tatsächlich. Ach so, nee, ich glaube, hier hatten wir ja gar nicht mehr gebaut. Also da mache ich das jetzt so. Da würde aber keiner hingehen. Wie so eine Art Veranda da drum. Um das Haus selber auch nochmal. Ja, komm, wenn, dann muss Porno werden. Es wird ja immer besser, ja. Wir sind zu zwei, das geht schnell. Naja. Ich baue jetzt erst noch mal ein paar Wände. Ja, nebenbei Wasser. Was trinken. Mir ist kalt. Warum? Die Sonne scheint. So, hier oben fehlt immer noch eine Tür. Egal. Ja, halt bei den Türen wollte ich eh überall einen Steinrahmen drum machen. Weil das setzt sich dann wenigstens so ein bisschen ab. Steinwand, wie heißt denn die? Fenster? Steinfensterrahmen, aha. Ich brauche dafür Stroh. Aber das müssten wir ja noch haben hier. Da habe ich doch beim Holzen ein bisschen was mit. Stroh ist leer. Wo ist denn hier der?
Unser Hausbau braucht mittlerweile alles, was wir so haben, ne? Bist du mit dem Agi unterwegs? Ja, wieso brauchst du? Nee, nee, dann behalte, dann gehe ich jetzt hier zu den Palmen. Muss grad mal gucken, nee. Mit der Pickaxe komme ich ja recht gut voran. Ich brauche ja nicht so viel Stroh. Mal ja. Knapp 300 Stroh reicht. So, lieber Dilo, du musst leider sterben. Oh nein. Ha, einmal Kopfschuss, das war's. Ach ja. Na, ob das sein muss hier? Yep. Ja, ich lasse die Tür, das ist okay. So, dann. Ich überlege gerade noch, was brauchen wir denn eigentlich alles, um endlich mal einen Generator zu bauen? Irgendwas hatte uns doch gefehlt. Achso, ich glaube, es waren die. Silikaperlen, ja. Was ist denn das auf Deutsch? Keine Ahnung. Achso, steht noch nicht da, oder wie? Doch, nur ich habe gerade keine vor der Nase. Ich war gerade nur am Überlegen. Ah. So, Nummer 8. Am besten ist, ich mach's von drin. Oh. Dann weiß ich nämlich immer, wie rum ich die setzen muss. So, und jetzt kommt dann eine schöne Holztür rein. Ja, komm, zeig alles. Tür. Was? Eine verstärkte Holztür natürlich. Mit Stein. Kannst du auch eine Steinmauer bauen und dann nur Strohtüren. Achso, die habe ich noch sehr, unten. Ne? Ja, natürlich. Und ich finde wirklich schade, dass es keine Fackeln gibt, die man sich hier dran klemmen kann. Magst du wieder extra Wünsche? Das ist die Fackel. Eine Stehfackel. Holzdecke. Stolperdraht. Boah, im Fallschirm müssen wir auch mal noch einen Sprung machen mit, ne? Ja, mit dem AG ganz hoch, ne? Und dann lass einfach mal einen fallen lassen. Genau. So, dann machen wir jetzt hier zwei Wände. Ach, da hinten ist ein Krokodil. Habe ich bei Forest das erste Mal jetzt gesehen. Krokodil. Ich musste ja einen neuen Spielstand anfangen, ne? Ach. Weil durch den PC-Neustart, also Reset das System und so alles, geht das nicht, die zu. Also wieder da einzufügen, die alten Spielstände. Ach nö. Und da zocke ich jetzt gerade aber auf dem Vegan-Mode, also ohne die Kannibalen, und erkunde da mal so ein bisschen was. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Wo bleibt denn da hier die Herausforderung? Ja, ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, da wo ich jetzt bin, alles nochmal von vorne anzufangen. Da mache ich jetzt erstmal so ein bisschen die Insel erkunden, was ich vorher nie machen konnte, weil du sonst einfach stirbst. Das ist schon ziemlich hart, das Spiel eigentlich. Keine Ahnung, du. Das gibt es auch, Multiplayer. Na, na? Und ich glaube hier arg, das reicht mir erstmal. Ach, das arg ist bald, schon lustig. Also im April ist zocke ich Forest dann schon fast ein Jahr lang, ne? Das ist wirklich das längste Projekt bisher. Aber wie lange spiele ich eigentlich schon arg? Ja, wie gesagt, 120 Folgen, ne? Ist aber noch kein Jahr, glaube ich. Ja, April ist auch noch ein Stück weit hin, ne? Aber ich denke, jetzt mit dem Vegan Mode habe ich doch noch so ein paar Sachen entdeckt. Und ja, es kommen ja auch immer wieder Updates, ne? Ja, da kommen ja, glaube ich, alle 15 Tage regelmäßig ein Update. Und das steht ja auch in dem Menü immer da, in so und so viel Tagen, so viele Stunden, so viele Minuten neues Update. Machen die sich eigentlich voll selber Druck, weißt du?
Wenn sie es mal nicht hinkriegen, werden sie es wohl sagen. Ich bin sowieso. Die Spiele, die unter Druck entstehen, sind sowieso doof. Sag mal, wie sieht das hier mit der Fackel aus? Da ist kein Spark Powder drin. Wir müssen was mit dem Licht machen hier, das geht nicht. Warte mal, hier habe ich doch vorhin alles reingekracht, ne? Wie gesagt, Strom haben wir noch nicht. Aber ich will Strom haben. Wir haben die Stromrechnung immer noch nicht bezahlt. Och Mann, ey. Wie soll ich dann aufnehmen? Boah, da würde ich doch kotzen, ey, wenn die mir den Strom abstellen würden. Ich glaube, das würde jeder. Genau, da ist noch eine Fackel. So, wenigstens zwei Ecken. Mein Hut, der hat drei Ecken. Das ist nicht viel. Nee, mehr hat er nicht. Unsere Hütte nimmt Form an, ne? Ja. Nur das Dunkle nervt, aber im Dunkeln kann man dann gut munkeln. Ja, oder man nutzt es dann hier einfach, um noch ein paar Steine zu sammeln. Oh, verdammt, ich sehe nicht mal. Wo ist denn der scheiß Baum? Ich sehe von lauter Dunkelheit den Baum nicht mehr. Da bin ich von einem Frosch erschrocken, der hier rausgesprungen kam im Dunkeln. Ach, das ist nur ein Busch. Hups. Wann war was? Ja, nur der Frosch hat mich erschrocken. Oh, der arme Frosch. So, brauche ich Stroh. 140 habe ich noch. Hier, ein Steak könnt ihr mal essen. Konsumiert eingekochtes Fleisch. Junge, das ist ein Steak. Kein gekochtes Fleisch. Meinst du? Das ist gebratenes. Sei still, ich habe noch nichts gegessen. Ja, ich nur kurz so vor der Aufnahme. Und eine halbe Knacker. Damit es nicht ganz so schlimm wird. Weil ich wollte eigentlich eher zu Hause sein, aber wie bei dir auch auf Arbeit, klappt das immer nicht so ganz. Eben, zum Kochen kam ich heute auch noch nicht. Frau ist eh gerade nicht da, wenn die gleich wieder kommt. Gehen wir dann eh erstmal wieder kochen. Aber hey, wenigstens nach der Arbeit kam ich dazu, frisch unter die Dusche hüppen. Ast. Das ist schon mal was. Tankst ja auch schon neue Energie. Auf jeden. So. Nein, ich glaube, er hat ein Level-Up. Nö. Irgendwas hat er doch gerade ein Level-Up. So, die Tür ist zu, die mache ich jetzt zu. Doch. Agi, Level-Up, Gewicht? Ja, mache ich nochmal ein bisschen Gewicht. Also Gewicht, Stamina und Speed. Das ist so die drei Dinge, die ich bei dem immer so im Wechsel machen würde. Weil auf dem Vulkan habe ich doch schon gemerkt, dass du ganz schnell an deine Grenzen kommst, wenn du da Obsidian holst und Metall und sowas alles. Huch, also habe ich die Konsole geöffnet. Schon gewundert. Ich dachte, ich komme da auf den Bildschirm, also Desktop, weil ich einen Mauszeiger gesehen habe. Bist doch Admin auf, cheaten wir uns Zeug bei. Nee, das machen wir nicht. Steinfensterrahmen. Verstärktes Fenster, die muss ich auch mal machen. So, du, das glaubst du oder nicht? Unsere Decke hier oben ist fertig. Nice. Damit ist die Hütte im Groben erstmal, ne? So, hier kommen die ersten Fenster rein. So, Agi, komm mal mit runter. Wir gehen gleich auf große Fahrt. Ich brauche nämlich Perlen, dass wir endlich mal einen Generator bauen können. So, guck mal hier vorne. Moment, ich bin gerade am Inventar entleeren. Da
Das ist am Südtor. War das Süden hier? Ach, frag mich nicht. Also, oh. Guck mal hier, da. So habe ich das jetzt gemacht. Hier, so gehe ich jetzt rum. Also unten Stein und dann erst Holz. Und ich habe auch schon Fenster eingesetzt, ne? Siehst du das? Die habe ich ja ganz vergessen. Ja, die sind ja voll cool irgendwie. So, also. Warte, komm mal ans Fenster. Ja, genau. Warte, hey, kommst du nicht rein. Bam! Ja, eben, kommst du nicht rein. Du kommst hier nicht rein. Ja, nämlich Nebeneingang. Kommst und du auch zack. Nicht rein. Oh, das so. Klang aber, als wäre da Dünst dabei gewesen. Lassen wir das. Ach ja. So, die Hütte steht. Jetzt geht's um die Feinheiten. Und diese Feinheiten seht ihr leider erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich wie immer fürs Einschalten. Gehabt euch wohl. Und tschüss. Von mir auch. Danke fürs Einschalten. Und hau darin. Bis dahin. Tschüss.